Hi, ein paar Infos zu Dread. Dread ist ein Horrorrollenspiel, wie man es im klassischen Sinne kennt. Es gibt auch schon verschiedene Settings, unter Wut ein Zombie-Setting oder auch Lichtspiele, was sich so auf B-Movies konzentriert und da verschiedene Settings mitbringt, die man halt so kennt, Werwölfe etc. etc. Das Besondere bei Dread ist das Regelwerk oder das Regelsystem dahinter, denn es wird mit einem Jenga-Turm gespielt. Das heißt, jedes Mal, wenn dein Charakter etwas tut, was nicht selbstverständlich ist, musst du einen Stein aus dem Turm ziehen und ihn wieder oben auf den Turm drauflegen, wie man halt Jenga spielt. Sollte es irgendwann im Laufe des Abends passieren, dass dieser Jenga-Turm umfällt, sind wir ehrlich, das wird passieren, vor allem wenn es spannend ist, war es das für deinen Charakter. An dieser Stelle kann noch überlegt werden, wie genau er nun abtritt, aber an dieser Stelle endet das Spiel für deinen Charakter. Du kannst dich jederzeit dazu entscheiden, einen Heldentod zu sterben und den Jenga-Turm umschmeißen, um dann mehr beeinflussen zu können, wie du die Situation rettest oder ähnlich. Und wir machen einen kleinen Ausflug in die kleine Reihe, weil das System sehr ähnlich ist. Es gibt noch, auch mit Jenga-Turm gespielt, StarCrossed, das ich an dieser Stelle erwähne. Es ist ein Rollenspiel für zwei Spieler und auch speziell für zwei Spieler ohne Spielleiter, in dem es darum geht, dass es zwei völlig frei gewählte Individuen gibt, die ihre verbotene Liebe nicht ausleben dürfen oder eben doch, das ist die Frage. Das Setting, ich sage deswegen frei wählbar, kann gehen von zwei Leuten, die sich im Fitnessstudio kennengelernt haben und eigentlich in Beziehung sind, über die Raumfahrerin und ihr Alien-Parasit im Gehirn, bis hin zu mein neuestes Lieblingssetting, der futuristische Frauenknast, der gleichzeitig eine Dating-Show beinhaltet, in dem sich Moderatorin und Insassen ineinander verlieben und das natürlich die verbotene Liebe ist an dieser Stelle. Es wird immer ein Jenga-Stein gezogen, um zu gucken, ob man dieser Sehnsucht nachgeht oder nicht. Und wenn der Turm umfällt, dann geben die beiden nach und lieben sich. Wenn sie es bis zum Ende schaffen, dass der Turm stehen bleibt, können sie es trotzdem machen, müssen es aber nicht. Wenn ihr weitere Fragen zu Dread oder auch zu StarCrossed habt, fragt uns gerne hier in den Kommentaren, fragt uns auf der Website, fragt uns auf der Con. Hab ich was vergessen? Nein.